Ja, nochmal herzlich willkommen an euch alle zu Hause zum Hatha Yoga Präventivkurs. Wir haben wieder 10 Mal und starten heute mit der Atmung. Und über die Atmung lernen wir annehmen und loslassen. Und dann gibt es eine kleine Geschichte vom Geheimnis des Loslassens aus diesem Buch. Und du darfst dich jetzt gleich in Shavasana-Position begeben, legst dich auf dem Rücken ab. Und achte darauf, dass du bequem liegen kannst, dass deine Beine hüftbreit oder auch mattenbreit sich öffnen. Und dann lass die Füße locker nach außen fallen. Öffne die Arme vom Körper, sodass du Raum für deine Achselhöhlen hast. Handflächen nach oben und die Schultern entspannen nach unten in die Matte hinein. Dein Kopf liegt in der Mitte. Du löst die Zähne voneinander, lockerst die Zunge vom Gaumen. Augenlider, Lippen sanft geschlossen. Spür zu deiner Atmung. Spüre, wie dein Bauch sich hebt und senkt. Während du dich entspannst. Dein ganzer Körper darf loslassen. Und so fühlst du dich frei und leicht im Fluss deiner Atmung. Bist vollkommen entspannt. Wenn du magst, wiederhole die Affirmation im Geiste für dich. Ich fühle mich frei und leicht im Fluss meiner Atmung und lasse vollkommen entspannt los. Ich fühle mich frei und leicht im Fluss meiner Atmung und lasse vollkommen entspannt los. Ich fühle mich frei und leicht im Fluss meiner Atmung und lasse vollkommen entspannt los. Jetzt beginne langsam und tief zu atmen. Spüre mit der tiefen Einatmung, wie dein Bauch und Brustkorb sich weit ausdehnen. Und spüre mit der tiefen Ausatmung, wie dein Brustkorb und dein Bauch einsinken. Einatmen, etwa 3 bis 4 Takte, du wirst ganz weit. Und ausatmen, ebenfalls 3 bis 4 Takte, du wirst ganz leer.
Der Atem hilft dir, dich zu spüren, ganz bei dir anzukommen, aber auch zu entspannen. Und hilft dir auch loszulassen. Was des Loslassens bedarf. Und dann atme weiter so in diesem Rhythmus und spüre in deine Finger und Hände, Arme, Zehen, Füße, Beine. Mit der Einatmung zieh die Arme hinter den Kopf, leg sie dort ab. Der Ausatmung, schließ die Beine ein wenig und spür die Länge im Körper. Zieh die Beine nach unten, die Arme nach oben. Und dein Atem geht gleichmäßig und tief bis zu den Schlüsselbeinen, zwischen die Schulterblätter ein und auch aus. Mit der nächsten Ausatmung löst die Dehnung auf, bring die Arme zurück nach unten neben den Körper. Dann stell jetzt die Füße auf, spür die Fußsohlen auf der Matte und zieh dann die Knie zu dir ran. Dann kreise mit den Knien erst in die eine Richtung. Und dann wechsel mal die Richtung. Und wenn du das nächste Mal mit den Knien wieder am Brustkorb ankommst, dann bleibe hier und lass dich von einer Seite zur anderen hin und her rollen. Spür, wie dabei dein Rücken massiert wird. Und dann komm über eine Seite nach oben gerollt zum Sitzen. Nimm dir dein Sitzkissen und setze dich so, dass du bequem sitzt in den Knien und in den Hüften, aufrecht im Rücken, Schultern entspannt. Hände bequem auf die Oberschenkel legen und die Zeigefinger und Daumenspitzen berühren sich im Chin Mudra. Lass dein Schambein ein wenig nach vorne kippen und zieh den Bauchnabel sanft nach innen. Schließ die Augen, komm in deinem Sitz an. Führ dreimal um und das Mantra atme erst aus und dann wieder ein. Sahana Vavatu, Sahanao Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Und dann bleib in deiner Sitzposition. Beobachte den Atem, wie er kommt und geht.
Und ich lade dich ein, der Geschichte zu lauschen. Der kleine Buddha hat sich also auf Reisen begeben, um das Glück zu finden. Und bei dieser Reise, da hat er verschiedene Menschen getroffen. Und von diesen Menschen, er hat immer ganz gut zugehört, was die zu erzählen hatten, und hat daraus sehr viel gelernt. Und an seinem ersten Tag der Reise, da traf der kleine Buddha die mutige Witwe. Und die mutige Witwe hat ihm dann ihre Geschichte erzählt. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich meinen Mann geheiratet. Wir hatten eine wunderschöne Hochzeit in unserem Dorf. Ein großes Fest mit all unseren Freunden und der gesamten Familie. Wir waren beide sehr glücklich und wollten Kinder haben. Vor ungefähr 2 Jahren ist mein Mann dann aber plötzlich gestorben. Es war ein Unfall. Er ist mit seinem Fischerboot in einen schweren Sturm geraten und ertrunken. Nach nur einem Jahr Ehe wurde ich also über Nacht zur Witwe. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Wochenlang habe ich nur geweint. Nach einigen Monaten der Trauer ging es mir dann aber langsam wieder besser. Ich wollte einen Neuanfang starten, denn schließlich lebte ich. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass ein Neuanfang in meinem Dorf unmöglich war. Die Leute waren der Meinung, eine Witwe müsste ihr restliches Leben in Trauer verbringen. So will es die Tradition. Ich sollte keinen neuen Mann haben dürfen, nie mehr lachen, nie mehr glücklich sein. Ich kam mir vor, als wäre ich selbst auch ertrunken. Eine ganze Zeit lang habe ich mich dieser Tradition gefügt, denn ich war zu schwach, um mich gegen die Meinung der anderen zu wehren. Irgendwann kam dann aber der Punkt, an dem ich eine Entscheidung treffen musste. Entweder in meinem Heimatdorf zu bleiben, alleine und für ewig traurig, oder irgendwo anders ein neues Leben anzufangen und vielleicht wieder glücklich zu werden. Ich liebe mein Dorf, das Meer und auch meine Freunde und meine Familie. Aber all das erscheint wertlos, wenn ich gezwungen bin, unglücklich zu sein. Ich denke noch oft an meinen verstorbenen Mann, denn schließlich habe ich ihn sehr geliebt. Aber ich bin der Meinung, dass ich lange genug traurig war. Und deshalb will ich jetzt nach vorne schauen. Da ich das in meinem Dorf nicht kann, habe ich mich für einen Neuanfang woanders entschieden. Ich habe mich entschlossen, ein völlig neues Lebenskapitel aufzuschlagen. Das Geheimnis vom Loslassen. Lasse los, was dich unglücklich macht, und triff deine klare Entscheidung dafür, dieses Unglücklichsein loszulassen. Und wenn du jetzt so in dich hineinspürst, dann überlege einmal, was möchtest du heute, jetzt in dieser Yogastunde loslassen? Vielleicht ist es ein Gefühl, was du loslassen möchtest, wie zum Beispiel Trauer, Wut, Ärger, Ungeduld. Wenn es dir gelingt, dieses Gefühl loszulassen, kann stattdessen Freude, Verständnis, Gelassenheit, Annehmen, Stärke und Geduld kommen.
und dein Leben maßgeblich verändern. Wichtig ist dabei, eine klare Entscheidung im Kopf zu treffen. Was auch immer es ist, was du heute loslassen magst, versuche es immer und immer wieder. In dieser Yogastunde hast du die Gelegenheit dazu. Und stell dich jetzt auf das Pranayama ein. Zunächst 3 Runden Kapalabhati, die Schnellatmung. Dabei atmest du kraftvoll durch die Nase aus, ziehst die Bauchdecke nach innen und der Einatem folgt dann passiv. Du lässt die Bauchdecke einfach los. Ich mache es mal kurz vor. Gut. Sitze aufrecht, entspannt, lass die Schultern sinken. Atme einmal tief in deinen Bauch ein und tief aus deinem Bauch wieder aus. Atme bequem ein und beginne. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, 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 ham, 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 ham. Ham, 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 atme aus, werde ganz, ganz leer. Wenn du magst, stütz dich mit gestreckten Armen ab. Rücken lang, Bauchnabel zieht nach innen, Rücken gerade. Und dann löse die Bauchdecke und richte dich tief einatmend auf. Entspann dich tief ausatmend in den Sitz hinein. Atme bequem ein und halte den Atem, solange du bequem halten kannst. Bring deine Aufmerksamkeit in deinen Bauchraum, visualisiere dort die strahlende Sonne. Und gleichzeitig nimm wahr, was du dir vorgenommen hast, loszulassen. Denn wenn du nach dem Atem anhalten ausatmest, darfst du auch das loslassen, was du loslassen möchtest. Du kannst jetzt ausatmen und alles loslassen. Deine Wut, deinen Ärger, deine Ungeduld oder was auch immer dein Thema des Loslassens heute ist. Atme es aus, atme es weg. Dann atme wieder tief in den Bauch ein und tief aus dem Bauch aus. Atme bequem ein, 2. Runde. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, ham, so, ham, so, ham, 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 ham. Du atmest aus, bist ganz, 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 ganz leer, ziehst den Bauchnabel nach innen, kannst dich wieder mit gestreckten Armen abstützen, Rücken lang. Den Bauchnabel nochmal nach innen oben ziehen.
Und dann löse die Bauchdecke, richte dich tief einatmend auf. Lass dich tief ausatmend entspannt in deinen Sitz tauchen. Atme bequem ein und halte den Atem wieder an, solange du bequem halten kannst. Visualisiere jetzt zu deiner Sonne im Bauch, dass die Sonne sich zusammenzieht zu einer kleinen roten Energiekugel in Größe eines Tennisballs. Und dann lässt du diese Energiekugel vom Bauchraum nach unten sinken in dein Muladhara-Chakra am untersten Ende der Wirbelsäule, Wurzelchakra, deine Basis. Und wenn du gleich ausatmest, lässt du wieder das los, was du heute loslassen darfst, was du dir vorgenommen hast, loszulassen. Weg damit, mit der Ausatmung. Und für die letzte Runde atme tief in den Bauch ein und tief aus dem Bauch aus. Und bequem einatmen. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, ham, so, 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 ham, 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 ham. Ausatmen, wieder ganz, ganz leer werden, dich mit gestreckten Armen wieder abstützen, Bauchnabel nach innen ziehen, die Atempause genießen, den Rücken lang lassen. Löse die Bauchdecke, richte dich tief einatmend auf. Und tief ausatmend, entspannt in deinen Sitz tauchen. Jetzt bequem einatmen und den Atem wieder halten, solange du bequem halten kannst. Komm zu deiner kleinen roten Energiekugel mit deiner Aufmerksamkeit ans unterste Ende der Wirbelsäule, in deinem Wurzelchakra, und lass diese Energiekugel jetzt Wirbel für Wirbel langsam nach oben wandern. Und die Energiekugel kommt dann irgendwann in deinem Kopf an und dort entfaltet sie sich zu einem strahlend hellen weißen Licht und strahlt über deinen Kopf hinaus nach oben ins Universum. Kapalabhati, strahlender Kopf, schenkt dir Energie. Und wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, dann darfst du jetzt ausatmen und mit der Ausatmung wieder alles loslassen, was zum Loslassen geht. Die Ungeduld, den Ärger, die Wut, die Verzweiflung, all das lässt du los. Spürst danach, spür in den Raum, den du dir geschaffen hast. Vielleicht eine gewisse Leere, wenn du geistig und emotional loslässt, ist es ungefähr so, wie wenn du deinen Kleiderschrank entrümpelst. Dann sieht der auch erstmal ziemlich leer aus. Und du freust dich darüber, wie viel Raum und Platz da jetzt ist. Du bist ein paar Wochen später dann vielleicht erstaunt darüber, wie schnell sich dieser Kleiderschrank wieder füllen kann. So ist es auch mit deinem inneren Raum. Der füllt sich dann auch.
ganz langsam mit Neuem. Stell dich jetzt noch ein auf die Wechselatmung. Du kannst, wenn du magst, deinen Sitz optimieren, die Beine mal wechseln. Und dann bringst du die linke Hand ins Chin Mudra, Zeigefinger, Daumen berühren sich und legst die linke Hand, Handfläche nach oben oder nach unten auf deinem linken Bein ab. Die rechte Hand ins Vishnu Mudra geben, Zeigefinger einklappen, Mittelfinger einklappen, den Oberarm bequem am Oberkörper anlegen, den Daumen brauchst du gleich für die rechte Nasenseite, den Ringfinger für die linke Nasenseite, um hier zu schließen und zu öffnen. Atme durch beide Nasenhälften nochmal tief ein und tief aus. Atme durch beide Nasenhälften nochmal ein und durch beide wieder aus. Verschließe mit dem Daumen die rechte Nasenseite und atme links tief und zügig ein. Dann verschließe die Nase komplett, halte den Atem an. Sitze aufrecht, entspannt. Der Rücken gerade, die Schultern entspannt, dein Gesicht entspannt, dein Nacken entspannt. Öffne rechts, atme rechts, langsam und gleichmäßig aus. Und rechts wieder einatmen, tief und zügig. Die Nase schließen, den Atem anhalten. Fokussiere dich auf dein drittes Auge, dein Stirnchakra. Stell dir dort einen strahlenden Punkt vor. Öffne links, atme links, gleichmäßig und langsam aus. Und links wieder einatmen, tief und zügig. Die Nase schließen, den Atem anhalten. Sitze aufrecht, entspannt im Schulter-Nackenbereich. Visualisiere in deinem Stirnchakra-Punkt zwischen den Augenbrauen einen strahlend leuchtenden Punkt. Atme rechts aus, gleichmäßig und ruhig. Rechts ein, tief und zügig. Halte den Atem an. Wiederhole im Geiste, während du dein Stirnchakra visualisierst mit einem leuchtenden Punkt, wiederhole geistig das Mantra Om. Atme links aus Om. Links wieder ein Om. Halte den Atem, bleibe mit deinem Fokus im Stirnchakra und wiederhole geistig das Mantra Om. Es hilft dir, dich zu fokussieren. Rechts ausatmen, Om. Immer und immer wieder. Rechts einatmen, tief und zügig, Om. Den Atem anhalten, Nase schließen. Punkt zwischen den Augenbrauen, Stirnchakra, Om wiederholen. Links aus, Om. Links ein, Om. Atem halten, Om. Rechts aus, Om. Rechts ein, Om. Halte den Atem, Om. Spüre dein Stirnchakra. Links aus, Om. Mit Aufmerksamkeit im Stirnchakra, Om. Wiederholen.
Links ein, letzte Runde. Om. Halte den Atem. Om. Rechts aus. Om. Rechts ein. Oh. Halte den Atem. Oh. Links aus. Wenn du alles ausgeatmet hast, lass den rechten Arm sinken. Deine Augen bleiben geschlossen. Wiederhole weiter geistig das Mantra Om. Lass dich bequem atmen und genieße einen Moment der Stille. Komm in einen Rhythmus 3 bis 4 Takte tief in Bauch und Brustkorb einatmen und auch ausatmen. Werde dir nochmal bewusst, was du heute loslässt, was heute dein Thema ist. Und dann mit der nächsten Einatmung öffne die Augen, lass den Blick klar werden. Lass dich weiter 3 bis 4 Takte ein- und ausatmen. Und komm dann auf deine Art und Weise in den Vierfußstand. Nimm alles von der Matte, was du nicht brauchst. Magst, kannst du auch die Socken ausziehen. Und dann bringst du die Hände unter die Schultern, fächerst die Finger weit auf, die Knie sind unter den Hüften, also hüftbreit geöffnet. Und im Rhythmus deiner 3 bis 4 Taktatmung rollst du dich auf und ab. Bewegst dich frei und leicht im Fluss deiner Atmung. Und fühlst dich dabei entspannt. Wenn du das nächste Mal einatmest, komm in einen geraden Rücken. Stell mit der Ausatmung die Zehen auf und schieb dich in den herabschauenden Hund. Hier kannst du mal abwechselnd ein Knie beugen und eins strecken. Und dann lauf in kleinen Schritten mit den Füßen vor zu deinen Händen, bis du in der stehenden Vorbeuge ankommst. Hier lässt du dich hängen in der stehenden Vorbeuge. Die Vorbeugen stehen ganz besonders fürs Loslassen. Lass los, was es heute zum Loslassen braucht. Vielleicht hast du auch mehr Dinge, die du loslassen möchtest.
Oder es gibt ein ganz bestimmtes Thema für dich. Dann komm langsam, Knie gebeugt, nach oben zum Stehen in Tadasana an. Wenn du ganz aufgerichtet bist, roll erstmal die Schultern nach hinten unten ab. Und dann steh im vorderen Drittel deiner Matte, etwa hüftgelenkbreit geöffnet, auf deinen Fersen, groß und klein, Zibbeln. Die Knie entspannt, der Rücken aufrecht, der Bauchnabel zieht sanft nach innen, das Schambein sanft zum Bauchnabel, die Schultern tief, die Arme entspannt, der Scheitel strebt nach oben. Und werde dir jetzt nochmal deines Themas zum Loslassen bewusst, den Sonnengruß, den du gleich praktizierst, lässt du auch ganz bewusst los. Du lässt einfach den Atem fließen, bewegst dich frei und leicht im Rhythmus deiner Atmung und lässt dabei los, was es zum Loslassen braucht. Bring die Hände vor dein Herz, atme aus. Einatmen, die Arme hoch, die Schultern zurück. Und ausatmen, beug die Knie, tauch ein in die Vorbeuge. Bring die Hände neben die Füße, lass den Kopf hängen. Mit der Einatmung zieh den Rücken nochmal lang. Und mit der Ausatmung bring dein rechtes Bein in einem großen Schritt zurück in den Ausfallschritt. Komm dann mit der Einatmung im Stütz an, halte hier, ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn zur Matte geben, einatmen, in die Kobra schlängeln und ausatmen über die Knie in dem Herabschauen und kommen, einatmen, rechts nach vorne. Ausatmen, links dazu, Vorbeuge. Einatmen, Knie gebeugt, Arme vor und hoch ziehen, du richtest dich auf. Und ausatmen, du kommst wieder in Tadasana an. Ein- und ausatmen, Namaste. Einatmen, Arme hoch, Schultern zurück. Ausatmen, Knie gebeugt, in die Vorbeuge tauchen. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, linkes Bein, Ausfallschritt. Einatmen, Stütz und halten. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, über die Knie in den herabschauenden Hund. Einatmen, links nach vorne. Ausatmen, rechts dazu, Vorbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch, ausatmen, Tadasana. Lass jetzt den Atem in deinem Rhythmus einfach weiter fließen. Bring die Hände vor dein Herz in Namaste. Die Arme hoch, die Schultern zurück, tauch ein in die Vorbeuge. Langer Rücken, rechtes Bein im Stütz halten. Knie, Brust, Kinn. Kobra, herabschauender Hund. Rechts nach vorne, links dazu Vorbeuge. Richte dich auf und komm in Tadasana. Namaste, nach oben zurück, Vorbeuge, langer. Linkes Bein, Stütz halten. Knie, Brust, Kinn, Kobra, herabschauender Hund, links nach vorne, rechts dazu Vorbeuge, richte dich auf, Tadasana, Namaste, nach oben zurück, Vorbeuge, langer Rücken, rechtes Bein, komm in den Stütz, Knie, Brust, Kinn,
Kobra. Herabschauender Hund. Rechts und links dazu Vorbeuge. Komm zum Stehen. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Langer Rücken. Linkes Bein. Im Stütz ankommen. Halten. Knie, Brust, Kinn. Cobra. Herabschauender Hund. Links nach vorne. Rechts dazu Vorbeuge. Komm zum Stehen. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Langer Rücken. Rechtes Bein. Im Stütz ankommen. Knie, Brust, Kinn. Cobra. Herabschauender Hund. Rechtes Bein und links dazu Vorbeuge. Komm zum Stehen. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Langer Rücken. Linkes Bein. Stütz halten. Knie, Brust, Kinn. Cobra. Herabschauender Hund. Links nach vorne. Rechts dazu Vorbeuge. Komm zum Stehen. Tadasana. Noch eine letzte Runde. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Langer Rücken. Rechtes Bein. Stütz halten. Knie, Brust, Kinn. Cobra. Herabschauender Hund. Rechts nach vorne. Links dazu Vorbeuge. Komm zum Stehen. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Langer Rücken. Linkes Bein. Im Stütz halten. Knie, Brust, Kinn. Cobra. Herabschauender Hund. Links nach vorne, rechts dazu. Vorbeuge. Komm zum Stehen. Tadasana. Steh entspannt und spüre nach. Du magst, schließ die Augen. Dein Atem tief. Das Ausatmen betonen hilft, den Kreislauf wieder zu normalisieren. Du fühlst dich frei und leicht im Fluss deiner Atmung, vollkommen entspannt. Dann öffne die Augen wieder und mit der Einatmung zieh die Arme hoch. Ausatmen, tauch ein in die Vorbeuge. Lass dich hier nochmal schön hängen. Spür mal, ob du deine Beine jetzt strecken magst und kannst, wie sich das anfühlt, oder ob die Beine gebeugt bleiben wollen. Und dann bring langsam dein Gesäß in Richtung Matte und setz dich auf der Matte ab. Stell die Füße gut vor dir auf und gib deine Arme nach vorne, greif die Finger ineinander und schieb die Zeigefinger nach vorne. Ja, genau.
Und dann atme tief ein. Und mit der Ausatmung lass dich langsam nach hinten gleiten. Komm auf dem Rücken zum Liegen, streck dann die Arme nach oben zur Decke, zieh die Füße näher an dich ran und dann streck die Arme nach hinten und hebe mit der Einatmung dein Becken nach oben an. Die Füße sind nah am Gesäß, Füße schieben nach unten in die Matte hinein und du hebst dein Becken sanft nach oben. Und atmest tief ein und auch aus. Aktiviere Beckenbodenmuskulatur. Achte darauf, dass die Beine parallel zueinander bleiben und nicht auseinanderfallen. Mit der nächsten Ausatmung lass deinen Rücken wieder nach unten gleiten. Leg das Becken ab. Mit der Einatmung heb die Arme nach oben, öffne die Hände. Mit der Ausatmung leg die Arme neben dem Körper ab. Gut. Spüre nach. Liege entspannt. Und dann mit der nächsten Ausatmung zieh deine Knie zu dir ran und mit der Einatmung streck die Beine nach oben aus, flex die Füße und nimm dann die Arme mit dazu in den umgekehrten Tisch. Schieb den unteren Rücken in die Matte hinein und lass auch die Schultern in die Matte sinken. Handflächen zeigen zueinander, Füße sind geflext, du atmest ganz tief. Spürst in deinen Bauchraum hinein. Mit der nächsten Ausatmung bring die Knie zum Brustkorb, leg die Hände auf Knie oder Schienbeine und lass dich entspannt von einer Seite zur anderen hin und her rollen. Atme dabei tief und entspannt in den Bauch ein und aus. Dann komm in der Mitte wieder an. Lass dich ein paar Mal vor und zurück schaukeln. Und achso, nein, du bleibst noch mal. Entschuldigung, leg dich noch mal auf dem Rücken ab. Du darfst in den gestützten Schulterstand erst kommen. Genau. Nimm dein Kissen unter dein Becken. Platziere das Becken gut auf dem Kissen. Bring dann die Beine nach oben und liege jetzt ganz entspannt. Entspannt und tief atmen.
Mit jeder Ausatmung loslassen. Mit jeder Einatmung spüren, wie das Neue kommt, der neue Atem kommt. Der nächsten Ausatmung. Bring die Knie zum Brustkorb, mit der Einatmung stell die Füße ab. Leg das Kissen zur Seite. Lass die Knie zueinander fallen und spüre nach. Dann stell dich auf den Fisch ein. Für den Fisch bringst du deine Hände unters Gesäß, die Arme unter den Rücken, du ziehst die Schulterblätter eng zueinander. Dann streckst du die Beine aus, fleckst die Füße, hebst dein Kinn sanft vom Kehlkopf. Du kannst entweder in dieser Variante bleiben und tief in Bauch und Brustkorb ein- und ausatmen. Oder du kommst in den ganzen Fisch und dafür drückst du dich mit der Einatmung hoch auf die Unterarme. Dann schiebt sich dein Körper ein bisschen nach hinten weg. Dann öffnest du dein Herz, Brustbein hoch und mit der Ausatmung legst du den Kopf nach hinten und lässt dich wieder nach hinten gleiten, bis Hinterkopf oder Scheitel den Boden sanft berühren. Ohne Gewicht auf den Kopf zu geben. Du wirst getragen von deinen Armen und Händen. Die Füße bleiben geflext. Dein Atem geht tief. Tief in dein Herz hinein und hinaus. Der Einatmung, hebe den Kopf. Mit der Ausatmung, lass dich wieder auf den Rücken gleiten. Zieh die Hände und Arme neben den Körper. Spür in deinen Nacken hinein, ob es eine Gegenbewegung braucht. Wenn ja, bring die Hände an den Hinterkopf, greif die Finger ineinander. Zieh die Ellbogen zueinander und lass den Kopf schwer in die Hände sinken. Und dann kannst du mit Kraft der Hände und Arme den Kopf sanft nach oben ziehen, den Nacken dehnen und dann den Kopf mal nach links drehen, zur Mitte, nach rechts drehen und zur Mitte und dann den Kopf wieder ablegen. Dann zieh deine Beine zu dir ran und komm auf deine Art und Weise hoch zum Sitzen und stell dich ein auf Paschimottanasana, die Vorbeuge im Sitzen. Dafür streckst du die Beine, ziehst dein Sitzfleisch zur Seite und fleckst deine Füße. Wenn dein unterer Rücken schmerzt oder es sich sonst irgendwie unbequem anfühlt, dann winkel die Beine an. Wenn die Beine anwinkelst, merkst du schon, wie du aus der Hüfte mit dem Oberkörper weiter nach vorne kommst. Wenn du die Beine gestreckt lassen magst, lass sie gestreckt. Mit der Einatmung zieh die Arme hoch. Mit der Ausatmung komm aus der Hüfte nach vorne. Und wenn die Hüfte Stopp sagt, leg die Arme links und rechts neben die Beine ab, Handflächen nach oben. Halte den Kopf gerade oder lass ihn nach unten sinken und tauch ein. In diese demütige Haltung zum Loslassen. Paschimottanasana ist eine energetisch sehr kraftvolle Asana, in der du bewusst loslassen kannst. Das Thema der Stunde heute, dein Thema. Dein Atem tief dabei.
Und dann mit der nächsten Einatmung hebe den Kopf, zieh die Arme vor und dich nach oben. Zieh dich hier in die Länge. Mit der Ausatmung gib die Arme über die Seite nach unten, setz die Hände nach hinten ab. Die Fingerspitzen zum Gesäß geben. Für die schiefe Ebene lass den Kopf nach vorne sinken. Beine bleiben gestreckt und mit der Einatmung komm auf die Fersen. Und mit der Ausatmung schieb die Fußsohlen nach vorne. Und wenn du magst, lass den Kopf nochmal nach hinten sinken wie im Fisch. Der Einatmung gleite nach unten auf dein Gesäß und richte dich auf. Gib deine Beine über eine Seite nach hinten. Komm in den Vierfußstand. Fächer die Finger weit auf. Knie unter die Hüften. Lass dich ein paar Mal auf. Abrollen. Dann stell die Zehen auf und schieb dich mit der nächsten Ausatmung in den herabschauenden Hund. Lass die Knie leicht gebeugt, den Rücken schön lang, die Schultern weg von den Ohren und auch weg von den Handgelenken und der Kopf darf hängen. Und jetzt kannst du einen Blick zurückwagen in die Vergangenheit. Oder zu dem, was du schon losgelassen hast, kannst du nochmal verabschieden und ziehen lassen. Mit der nächsten Einatmung komm in den Vierfußstand. Und mit der Ausatmung leg dich auf den Bauch ab in die Bauchentspannungslage. Deine großen Zehen berühren sich, die Fersen fallen nach außen. Die Hände formen ein Kissen für deine Stirn oder Wange. Und du fühlst dich vollkommen frei und leicht. Im Fluss deiner Atmung lässt du entspannt los. Stell dich dann auf die Kobra ein. Streck deine Beine hüftgelenkbreit nach hinten aus. Leg die Stirn auf der Matte ab. Zieh die Hände neben deinen Brustkorb, die Ellbogen eng an den Körper wie zwei Flügelchen. Und ohne den Kopf zu heben, roll die Schulterblätter zueinander und die Schultern weg von den Ohren. Atme aus, schieb dein Schambein nach vorne in die Matte und den Bauchnabel nach innen. Mit der nächsten Einatmung heb dich in die kleine Kobra, hebe Kopf, Schultern und Brustkorb an, ohne Kraft der Hände. Und lass dich hier weiter atmen. Genieße einen Blick nach vorne, das, was vor dir liegt, in den leeren Raum, den du dir geschaffen hast, weil du so viel schon losgelassen hast. Aktiviere die Fußriste nochmal gut in die Matte hinein und schieb dein Schambein nochmal ein bisschen mehr nach vorne, den Bauchnabel nach innen und die Schulterblätter noch mehr zurück. Spür dein tiefes Atmen in alle Atembereiche hinein. Und mit der nächsten Ausatmung gleite zurück in die Bauchentspannungslage, forme ein Kissen mit deinen Händen. Dreh den Kopf gerne mal zur anderen Seite, lass die großen Zehen sich berühren und die Fersen sinken nach außen. Du entspannst.
Dann stell dich ein auf die Heuschrecke Shalabhasana für dein Durchsetzungsvermögen, deine Willenskraft. Die brauchst du auch, um klare Entscheidungen im Kopf zu treffen. Leg die Stirn auf der Matte ab oder auch dein Kinn. Streck die Beine lang nach hinten, die Füße berühren sich. Gib die Arme jetzt der Länge nach hinten. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder stellst du die Hände neben deinem Körper auf, die Ellbogen leicht gebeugt und kannst dann die Schulterblätter nach hinten ziehen. Oder du machst Fäuste und schiebst deine Fäuste in deine Leisten und die Arme unter den Körper. Wähle deine Variante. Hebe dann mit der Einatmung dein rechtes gestrecktes Bein lang nach hinten oben an. Mit der Ausatmung senkt das Bein ab. Der Einatmung hebt das linke gestreckte Bein nach hinten oben an. Mit der Ausatmung senkt das Bein ab. Der Einatmung hebst du beide Beine an. Spürst die Kraft in dir, die Willensstärke, dein Durchsetzungsvermögen. Du atmest ganz tief ein und aus. Der Ausatmung, lass die Beine sinken, entspanne kurz in der Bauchentspannungslage. Und dann stell die Zehen auf, gib die Hände neben den Körper, drück dich mit der Einatmung hoch in den Vierfußstand, roll dich ein paar Mal auf und ab. Und komm dann mit dem Gesäß auf den Fersen in der Kindstellung an. Gib entweder die Hände oder Fäuste unter die Stirn oder leg die Stirn auf der Matte ab und gib die Arme nach hinten neben deinen Körper. In der Kindstellung kannst du dich in die Geborgenheit hinein entspannen. Und nochmal bewusst loslassen, was du loslassen möchtest, falls da noch ein kleines Körnchen da ist in dir. Und falls du jetzt spürst, dass du schon alles losgelassen hast, dann genieße das. Genieße diese Weite, diesen Raum in dir, den du dir dadurch schenkst. Und dann roll dich langsam auf Wirbel für Wirbel, bis du auf deinen Fersen zum Sitzen kommst und die Schultern nach unten sinken lässt. Dann setz dich neben deinen Beinen ab und streck die Beine nach vorne aus. Finde für den Drehsitz eine stabile Sitzposition auf beiden Sitzbeinhöckern, ob mit oder ohne Kissen oder gefalteter Decke. Und schieb die Beine dann ein klein wenig nach rechts. Dann kannst du deinen rechten Fuß auf der anderen Seite vom linken Bein abstellen, den linken Fuß flexen und dich am rechten Knie, rechten Bein aufrecht halten. Die Schultern sinken lassen, mit der Einatmung den rechten Arm heben, ohne dich zu drehen, mit der Ausatmung die rechte Hand nah am Gesäß absetzen. Dann nochmal einatmen, den Rücken lang ziehen und ausatmen. Dich bequem nach rechts aufdrehen, aufrecht sitzen bleiben. Wenn du magst, schließ die Augen. Fühle dich frei und leicht im Fluss deiner Atmung in die Drehung eintauchen.
der Einatmung heb den rechten Arm. Mit der Ausatmung dreh dich nach vorne und genieße noch eine Gegendrehung nach links. Dann wieder nach vorne drehen. Streckst du beide Beine aus, schiebst beide Beine nach links. Stellst dann deinen linken Fuß auf der anderen Seite vom rechten Bein auf. Flexst den rechten Fuß. Zieh dich am linken Bein aufrecht. Lass die Schultern sinken. Heb mit der Einatmung den linken Arm, ohne dich zu drehen, mit der Ausatmung die linke Hand nach hinten am Gesäß absetzen. Einatmen, nochmal aufrichten und ausatmen. Dreh dich jetzt nach links auf. Bleib auch hier ganz aufrecht sitzen. Fühlst dich frei und leicht. Im Fluss deiner Atmung entspannst du dich in die Drehung hinein. Mit der Einatmung hebe den linken Arm. Mit der Ausatmung dreh dich nach vorne und genieße eine Gegendrehung nach rechts. Mit der Einatmung wieder nach vorne drehen. Dann stell beide Füße auf und komm auf deine Fußsohlen in die Hocke. Du kannst auf den Zehballen stehen oder auch die Füße ganz flach absetzen. Dann lass dich in der Hocke zwischen die Beine nach vorne tauchen. Lass einfach entspannt los hier. Dein Becken sinkt tief. Dein Becken entspannt. Lässt los. Und dann hebe mit der Einatmung den Kopf, stütz dich mit den Händen ab und mit der Ausatmung streck dein Gesäß nach hinten oben, komm nochmal in die Vorwärtsbeuge, bring die Füße parallel zueinander, etwa hüftbreit geöffnet, und lass dich hier nochmal eintauchen. Spür vielleicht einen Unterschied vom Beginn der Stunde in der Vorwärtsbeuge und jetzt am Ende der Stunde. Und auch hier in der stehenden Vorwärtsbeuge lässt du nochmal bewusst vollkommen los. Dann beug die Knie und komm langsam nach oben gerollt zum Stehen. Wenn du oben ankommst, roll die Schultern ab. Dann öffnest du deine Beine eine Beinlänge. Ja, die Füße stehen parallel zueinander, Fußaußenkanten an der Mattenkante orientiert. Du ziehst dein Schambein zum Bauchnabel, den Bauchnabel nach innen, du spannst die Beine an, hebst mit der Einatmung die Arme, Handflächen nach vorne, lässt dich mit der Ausatmung nach rechts sinken, legst die rechte Hand ohne Gewicht an dein rechtes Bein für Trikonasana. Spürst die Dehnung in der linken Seite. Atme tief. Einatmen hoch, aufrichten, Arme wieder in Schulterhöhe. Ausatmen,
nach links sinken, linke Hand ohne Gewicht ans linke Bein geben und den rechten Arm nach links oben ziehen. Dehnung auf der rechten Seite spüren, tief atmen. Einatmen, richte dich auf, ausatmen, senk die Arme ab. Komm im Zickzack mit den Füßen wieder zueinander. Und dann darfst du dich auf die Matte begeben, dir alles nehmen, was du brauchst für die Tiefenentspannung. Vielleicht magst du Socken anziehen oder eine Jacke oder dich zudecken. Vielleicht magst du auch gleich einfach in Shavasana kommen, weil du gar nichts brauchst. Und wenn du alles hast, was du brauchst, dann legst du dich auf dem Rücken ab. Spürst erstmal, wie du liegst. Bevor wir in die Entspannung gehen, spannst du den ganzen Körper nochmal an. Du spannst die Beine an und fleckst die Füße. Du spannst die Arme an und machst Fäuste. Du schiebst die Fersen und die Schultern in die Matte hinein. Du spannst dein Gesäß an und auch den unteren Rücken. Und mit einer tiefen Einatmung hebst du deine Körpermitte, dein Becken ein wenig vom Boden ab. Hältst und spürst die Anspannung. Und lässt dich mit der Ausatmung wieder nach unten gleiten. Dann lässt du vollkommen entspannt los. Öffnest die Beine hüft- oder mattenbreit. Ziehst dein Bauchnabel nochmal nach innen. Schiebst den unteren Rücken nochmal in die Matte und lässt los. Ziehst die Schulterblätter zueinander. Hebst dein Brustbein an und lässt los. Öffnest die Arme, sodass deine Achselhöhlen Raum bekommen. Handflächen nach oben und lässt die Schultern entspannt los. Ziehst mal die ganze Gesichtsmuskulatur zur Nasenspitze hin und entspannst wieder. Machst ein ganz langes Gesicht, Augen auf, Mund weit auf, Zunge raus, Blick zu den Augenbrauen. Und mit einem langen entspannst du dein Gesicht, schließt die Augen und die Lippen. Lässt den Kopf mal nach rechts rollen und zur Mitte und nach links und zur Mitte. Und dann spürst du dich in die Körperteile hinein, die ich dir in den Affirmationen ansage. Und du darfst die Affirmationen im Geiste für dich wiederholen. Ich entspanne meine Zehen und meine Füße. Ich entspanne meine Beine. Ich entspanne mein Gesäß und mein Becken und meine Hüften. Ich entspanne meinen ganzen Rücken. Ich entspanne meinen Bauch und meine Bauchorgane. Ich entspanne meinen Brustkorb und meine Brustorgane. Ich entspanne meine Finger und meine Hände. Ich entspanne meine Arme. Ich entspanne meine Schultern. Ich entspanne meinen Nacken. Ich entspanne meinen Kopf. Ich entspanne mein Gesicht. Ich entspanne meinen Geist. Mein ganzer Körper ist entspannt. Wenn du magst, wiederhole die Affirmation dreimal. Ich fühle mich frei und leicht im Fluss meiner Atmung und lasse vollkommen entspannt los. Ich fühle mich frei und leicht im Fluss meiner Atmung und lasse vollkommen entspannt los.
Ich fühle mich frei und leicht im Fluss meiner Atmung und lasse vollkommen entspannt los.
Beginne tiefer zu atmen. Aktiviere dich über deine Atemzüge, spür deine Finger, Hände, Zehen, Füße. Genieß jede Bewegung, die es jetzt braucht. Und du kannst dich strecken, räkeln, dehnen. Wenn du soweit bist, darfst du deine Füße aufstellen. Dann zieh die Knie zum Brustkorb und lass dich auf die rechte Seite rollen. Kuschel dich nochmal ein. Und wenn du soweit bist, setz dich auf. Wenn du sitzt, schließ die Augen. Sitz entspannt und aufrecht. Spür nochmal nach, was du alles loslassen durftest. Wie viel Raum du dir geschenkt hast. Und dann stelle ich ein auf dreimal Om und Lokasamastha Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Atme es aus und dann wieder ein. Namaste, ich danke dir, dass du heute dabei warst.